Ja, ich möchte mich erst mal kurz vorstellen. Ich bin Jörg Helge Treves, jetzt seit über 20 Jahren als Heilpraktiker tätig in der Nähe von Frankfurt in Rottgau und leite die Akademie für Bewusstseinsmedizin, wo verschiedene Module angeboten werden, eben zum Thema Bewusstseinsmedizin. Erstmal möchte ich auch der Sina-Stiftung danken, dass ich hier den Vortrag für Hermann Krösser übernehmen konnte. Der Hermann, der ist momentan viel unterwegs und hatte kurzfristig noch einen anderen Termin und fragte Jörg, magst du einspringen? Sag ich, okay, ich habe das Wochenende Zeit, mache ich gerne für dich. Und das Schöne ist, wenn ich mich hier rein simuliere, gerade in diesen Raum, dann trägt dieser Raum für mich Geschichte. Und es ist ja schön, dass wir so ein kleiner, intimer Raum sind und dass wir mal nachschauen können, dass nicht nur so ein Raum wie der hier eine Geschichte trägt. Und wenn man sich in diese alten Räume reinfühlt, also so geht mir das, dann nehme ich sofort wahr, hey, was ist da alles abgelaufen oder was könnte dort abgelaufen sein und was tut das mit mir? Und wenn man sich vorstellt, dass hier sicherlich viele Veranstaltungen stattgefunden haben von Theater etc. etc. und sich zurücksimuliert 100 Jahre zurück, mit welchen Mitteln dort die Auftritte gemacht worden sind oder welchen Möglichkeiten, finde ich diese Kombination von diesen alten Sachen, die hier sind, und der heutigen Technik faszinierend. Also nicht nur Häuser tragen ihre Geschichte, sondern wir selbst tragen unsere Geschichte. Und ich möchte Sie oder euch einladen, mal mit einer ganz einfachen Technik, ich nenne es die Manteltechnik, einmal den Mantel eurer Vergangenheit anzuziehen. Einfach mal, schlupft mal in den Mantel, den tragen wir immer mit uns rum, in den Mantel der Vergangenheit anzuziehen, um mal zu spüren, hey, wie wirkt denn dieser Mantel auf mich? Hat jemand eine Idee oder spürt jemand den Mantel der Vergangenheit, wenn ihr den tragt? Was für eine Farbe hat dieser Mantel? Welche Konsistenz hat der Mantel? Und weil wir so ein schöner kleiner Rahmen sind, können wir ruhig mal jemand was zurufen, wenn er möchte, welche Farbe der Mantel zum Beispiel hat der Vergangenheit. Schwarz, okay. Hat noch jemand eine Farbe? Grau. Welche Konsistenz hat der Mantel? Wie fühlt er sich an? Schwer? Sehr schwer, okay. Und wenn ihr mal in den Mantel reingreift, in die Taschen, fühlt mal, ob was ihr da fühlt oder was ihr dort findet. Wenn ihr denn was findet, ihr müsst nichts finden. Okay, okay, gut. Und jetzt tut euch mal den Gefallen, wenn ihr euch den Mantel der Vergangenheit einfach mal symbolisch abstreift vom Körper. Einfach mal den Mantel symbolisch abstreifen vom Körper. Und guckt mal, was ihr dann wahrnehmt, ob irgendeine Veränderung in euch stattfindet. Leichter? Verändert sich? Die Farbe, okay. Okay. Das ist eine so einfache Technik und ich kann es euch nur empfehlen, dass ich mache das jeden Morgen unter der Dusche, dass ich den Mantel der Vergangenheit ruhig mal vom Wasser abplatschern lasse und durch den Kanal, was nicht zu mir gehört, einfach dort zu lassen, wo es hingehört. Und das Entscheidende ist bei dieser Manteltechnik, die so banal einfach ist, dass wenn ich mir den Mantel mal abgestriffen habe und er liegt jetzt hinter mir, dass ich mich wirklich umdrehe und mir den Mantel mal anschaue und mir mal wirklich mal frage, was will der Mantel mir eigentlich sagen? Was steckt denn da für Gefühle drin? Dieser Mantel gehört zu unserer Vergangenheit. Und jeder trägt einen anderen Mantel und jeder Mantel hat seine eigene Geschichte. Und das ist das Entscheidende für mich, an die Geschichte eines jeden Menschen ranzukommen. Das heißt, wie kann ich die Geschichte eines Menschen lesen lernen? Und das ist genau mein Ansatz und das möchte ich gerne demonstrieren anhand eines Systems, welche vier Hirne gebastelt haben. Das nennt sich Color Tuning 64, ein System, wo ich genau sehen kann, warum denkst du so, wie du denkst, warum fühlst du so, wie du fühlst, aus welchen basalen Verletzungen lebst du. Und das Entscheidende ist, welche basalen Fragen solltest du dir stellen? Die zwei wichtigsten Wörter, die mir in den letzten Jahren ja ständig meine Wegbegleiter sind und waren, sind die Wörter Eigenverantwortung
und Selbstverantwortung.